Wir alle haben die erschreckende Zahl gehört. Die Kinderarmut in Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren mehr als verdoppelt. Das weiß auch die Bundesregierung. Und deshalb hat sie das Kindergeld erhöht. Erstmalig seit 7 Jahren. Soweit die gute Nachricht. Aber ausgerechnet bedürftige Familien werden sich ab Januar wundern, wenn sie ins Portemonnaie schauen. Denn dann greift das System linke Tasche, rechte Tasche. Sie bekommen zwar die Kindergelderhöhung, die Mehreinnahmen werden ihnen aber sofort bei Hartz IV wieder abgezogen. Der Staat zahlt also an sich selbst. Sehr originell. Betroffen von dieser Mogelpackung sind fast 2 Millionen arme Kinder. Ingo Dell, Rai Rühle und Klaus Wollscheid berichten. Familie Täger lebt mit ihren 5 Kindern in der Nähe von Nordhausen in Thüringen. Vater Lutz verdient als Autopolierer 4,60 Euro die Stunde. Das sind rund 750 Euro netto im Monat. Selbst mit Kindergeld reicht das nicht zum Leben. Deshalb erhalten die Tägers ergänzendes Arbeitslosengeld 2. Alles in allem muss die 7-köpfige Familie mit knapp 1.800 Euro auskommen. Wir gehen beide arbeiten, mein Mann geht voll arbeiten und ich gehe eben stundenweise arbeiten. Und die Ausgaben für uns im Monat sind drastisch gestiegen, in allen Ecken. Es ist alles teurer geworden, die ganzen Ausgaben. Uns bleibt ja nichts mehr. Deswegen geht es uns ja von Monat zu Monat schlechter, kann man ja sagen. So sind sie auf Lebensmittelhilfe durch die Nordhäuser Tafel angewiesen. Die Kindergelderhöhung zum 1. Januar wäre für die Tägers ein Segen. Bei 5 Kindern 68 Euro mehr im Monat, 816 Euro im Jahr. Für die Familie viel Geld. Also wenn ich 800 Euro im Jahr mehr hätte, dann könnte ich meinen Kindern jeden Verein, was sie jetzt gerade wollten, dass wenigstens jeder ein Hobby hätte, könnte ich damit problemlos bewältigen, bezahlen. Wäre überhaupt keine Frage. Doch daraus wird nichts. Denn die rund 800 Euro werden den Tägers wie allen anderen Hartz-IV-Familien auch von den Arbeitsgemeinschaften wieder abgezogen. Die Kindergelderhöhung wird den Bedarfsgemeinschaften nicht zugutekommen, da der Hintergrund ist, dass auch Kindergeld als Einkommen auf das Arbeitslosengeld II angerechnet wird. Das bedeutet, dass jeder Euro, den eine Bedarfsgemeinschaft mehr einnimmt, auch durch Kindergeld, am Ende dazu führt, dass die Leistung Arbeitslosengeld II um diesen Betrag geringer ausgezahlt wird. Rund 1,9 Millionen Kinder in Hartz-IV-Familien werden damit von der Kindergelderhöhung nichts haben. Es trifft die Ärmsten der Armen. Bei den Familien wird es als schreiende Ungerechtigkeit ankommen, wenn sie endlich eine Kindergelderhöhung bekommen und dann feststellen müssen, dass ihnen das sofort wieder abgezogen wird von Hartz IV, von dem, was sie dort ausgezahlt bekommen. Hier wird sich sicherlich die Politik nur auf einige Proteste aus den Reihen der Hartz-IV-Bezieher einstellen müssen, wenn dieser Vorgang denn dann erstmal greift. Das wird ja im nächsten Jahr sein. Zuständig für das Kindergeld ist das Bundesfamilienministerium. Kein Interview. Schriftlich teilt man uns mit, an dieser Regelung werde festgehalten. Im Bürokratendeutsch heißt es weiter, Zitat: Die Anrechnung des Kindergeldes entspricht dem allgemeinen Grundsatz des Nachranges der Inanspruchnahme von Fürsorgeleistungen. In der schon immer geltenden Anwendung dieses Prinzips ist keineswegs eine Ungleichbehandlung zu sehen. Das ist einmal ungerecht, es ist zum anderen aber auch familienpolitisch nicht vernünftig, weil diese Familien das Geld am dringendsten brauchen. Das hat die Bundesregierung inzwischen auch erkannt. In ihrer allwöchentlichen Videobotschaft verspricht die Bundeskanzlerin Hartz-IV-Familien einen Ausgleich. Bis zur 10. Klasse bekommt jedes Kind zum Schuljahresbeginn ein Schulbedarfspaket in Höhe von 100 Euro. Das wird vielen Eltern es leichter machen, ihre Kinder gut in das Schuljahr starten zu lassen. Dumm nur, wenn die Kinder noch gar nicht zur Schule gehen. Wie etwa die Drillinge Sam, Ken und Dean aus Köthen, 3 Jahre alt. Ihre Mutter Sandy Kujau ist alleinerziehend, macht gerade eine Umschulung zur Einzelhandelskauffrau. Weil die 26-Jährige von Hartz IV lebt, werden auch ihr die 36 Euro Kindergelderhöhung verrechnet. Sie bekommt keinen Cent mehr. Und auf Hilfe aus dem Schulbedarfspaket muss sie noch 3 Jahre warten. Ich kann nicht nachvollziehen, dass das so ist, dass Schulkinder dieses Geld bekommen. Weil Kindergartenkinder brauchen ja auch Essensgeld, Stiftgeld, also Geld für Stifte, Bekleidungsgeld. Also, weil die brauchen ja eigentlich alles das, was auch Schulkinder brauchen. Frau Kujau und ihre 3 Kleinen müssen nach Abzug der Miete weiter mit monatlich rund 1.100 Euro auskommen. Ähnlich geht es auch Lisa Metze. Trotz Kindergelderhöhung und Schulbedarfspaket. Die 17-Jährige lebt mit Mutter und Geschwistern von Hartz IV.
Weil sie schon in die 11. Klasse geht, bekommt sie kein Schulbedarfspaket, obwohl sie das Geld für bestimmte Lernmittel dringend braucht. Diese 100 Euro, das wirkt sich schon ziemlich aus, weil beispielsweise Grafiktaschenrechner in Mathe braucht man nun mal, weil es eben jetzt aufs Abitur zugeht und da ist eben Vorbereitung und Übungen machen und sich mit dem Teil zurechtfinden und sowas. Und leider kostet das Teil gleich mal 120 Euro und das schüttelt man nicht so einfach aus dem Ärmel. Verantwortlich hierfür das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Auch hier kein Interview. Schriftlich heißt es, Zitat: Hintergrund der Begrenzung der Leistungen auf die 10. Jahrgangsstufe ist das Ziel, dass mindestens ein Bildungsabschluss erreicht werden kann, mit dem eine qualifizierte Berufsausbildung aufgenommen werden kann. Die Beschränkung des Schulstarterpakets auf die 1. bis 10. Klasse macht in der Sache überhaupt keinen Sinn, sondern setzt im Grunde genommen das Signal, dass Kinder im Hartz-IV-Bezug offensichtlich nicht aufs Gymnasium gehen sollen oder wie auch immer. Anders kann das überhaupt nicht mehr interpretiert werden. Die drei schulpflichtigen Kinder der Tägers erhalten aus dem Schulpaket zusammen 300 Euro im Jahr. Das ist alles. Von dem zusätzlichen Kindergeld haben sie nichts. Dabei zeigen US-Studien, dass jeder vernünftig in Kinder investierte Dollar sich lohnt, auch finanziell. Wenn man beispielsweise eingesparte Sozialhilfe und Kriminalitätsfolgen rechnet, dann ergibt sich ein Kosten-Nutzen-Verhältnis von mehr als 1:7.